Heute kommen wir noch zu einem meiner Lieblingsthemen, und zwar Qigong bei Erkältung und Grippe. Eine der häufigsten Fragen, welche Übung soll ich dann machen? Keine Übung ist die Antwort. Die beste Qigong-Übung bei Erkältung und Grippe ist im Bett liegen, Pause machen, keine Aktivitäten. Ein bisschen Tee und Heißgetränke können nicht schaden, aber ich würde auch keine Medikamente oder Kräuter empfehlen, sondern tatsächlich nur einmal ein paar Tage lang die Stopptaste drücken oder eher gesagt die Pausetaste drücken und wirklich mal den Körper selbst arbeiten lassen, ohne etwas hinzuzufügen. Mein heißer Tipp für Erkältung und Grippe.